dieses Nerven. Du hast das grüne Ding angepasst, ab Hose! Lass es, Will! Haltet euch irgendwo fest! Ja, neu. Bam. Die Schwerkraft wurde nicht wiederhergestellt. Du hattest eine Aufgabe, Quill. Ich hab genau das gemacht. Ja, jetzt haben wir es aber. Was Peters Waffen wohl noch alles können? Dürfte ich sie mir ansehen, könnte ich es dir sagen. Beeindruckend, Peter Quill. Ich wusste gar nicht, dass du sowas kannst. Ich auch nicht. Diese Schusswaffen werden immer beeindruckender. Das ist schon ihre zweite Transformation. Die dritte. Wenn das die dritte war, wann war dann die erste? Am Tag meiner Entführung, als meine Mom starb. Wir sollten unsere Ermittlungen für den Hund fortsetzen. Dazu müssen wir diese Trümmer aus dem Weg schaffen. Stimmt, es müsste sich durch den Stromstoß bewegen. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Wer waren die roten großen Kerle, die du bekämpft hast? Zwei Idioten, die sich Blood Brothers nennen. Lady Hellbender hat sie geschickt. Ist sie etwa immer noch wütend? Der Zorn der Monsterkönigin ist grenzenlos. Kann jemand Quill sagen, dass das hier weg muss, damit wir weiter können? Sollen wir Cosmo anrufen? Ihm sagen, was wir bisher gefunden haben? Was meinst du mit Codewort? Ich bin Groot. Na schön, Groot ruft den Köter erst an, wenn wir uns auf ein Codewort einigen. Könnte nützlich sein, falls wir auf dem Schiff in Bedrängnis geraten. Wie wär's mit Quill Will? Nicht unauffällig genug. Es muss was sein, das im normalen Gespräch vorkommt. Das Codewort lautet Sternenritt. Und wir sollten Cosmo erst anrufen, wenn wir wissen, was vor sich geht. Außerdem sollten wir unsere Benutzung von Hundebericht vereinheitlichen, um wichtige Informationen für unsere Ermittlungen hervorzuheben. Ja, ganz bestimmt, Kumpel. Hundebericht. Etwas hat das Novacore veranlasst, das Schiff zu verlassen. Vielleicht haben sie alle gekündigt. Nicht jeder gibt gleich auf, sobald mal was schiefläuft. War das eine Spitze? Nein, eine deutliche Kritik. Ich bin Groot. Das ist der einzige Ausweg, aber die Tür hat keinen Saft. Liegt wohl auf einem anderen Stromkreis. Kannst du den Strom nicht umleiten? Ich bin nicht der mit den Elektroknarren. Das ist nicht gut. Was war das? Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe jetzt ein paar lose Zähne. Erzähl mir mehr über diesen Job, Naga. Warum? Ich versuche, Gemeinsamkeiten mit dir zu finden. Ich glaube, in deinem Hirn ist immer noch keine Schwerkraft, Kumpel. Hier. Wie viele sind wohl lebend hier rausgekommen? Nicht viele. Erklär deinen Pessimismus. Wer lebt, lässt jemanden wissen, dass er lebt. Und der Köter hat gesagt, er hat von keinem was gehört. Habt ihr das auch gespürt? Technisch. Hätte ich Units, würde ich wetten, der Köter wusste, was uns hier erwartet. Er musste uns nicht lange überreden. Elektrische Verbindung. Alter, er geht direkt mal da auf, hey. Hier ist auch was. Das geht gar nicht. Hä? Die Lösung. Oh, Ruhe, ey. Warum passiert das immer wieder? Probieren. Da, alle gespürt, oder? Yep. Genau wie als ich versucht habe, die Schwerkraft wiederherzustellen. Dust. Sieht aus wie das, was auf dem Rock passiert ist. Es wurde verzweifelt versucht, eine letzte Verteidigungsposition zu halten.
Gute Engstelle dafür. Wenn das ein Kampf war, wo sind dann die Leichen? Das stimmt. In dem Evakuierungshangar waren auch keine. Vielleicht sind alle entkommen. Darauf würde ich nicht hoffen, Peter. Okay, wir müssen in Corells Büro gelangen. Kann jemand Quill sagen? Komm schon, Mann. Können wir nicht einfach direkt miteinander reden? Okay, du weißt... Ich wusste, den kann ich brauchen. Woher hast du einen Nova-Generalschlüssel? Nikki hat ihn mir gegeben, damit ihre Mom nichts merkt. Wir könnten ihn verkaufen. Der ist bestimmt ein paar tausend Units wert. Weißt du eigentlich, was das Nova-Corps mit Leuten macht, die sie bestehlen? Sieh dich um. Wie viel willst du wetten, dass es nicht mehr genügend Novas gibt, um uns hinzurichten? Sieht doch interessant aus hier. Was hoffst du hier zu finden, Peter Quill? Nikki hatte jede Menge Geheimgänger auf dem Schiff. Vielleicht hat sie eine Nachricht hinterlassen oder so. Du hast dieses Mädchen gern. Stimmt wohl. Ich meine, wir haben viel gemeinsam. Sie hat mich an mich erinnert, weißt du? Nein, weiß ich nicht. Spielt auch keine Rolle. Ich will nur sicherstellen, dass es ihr und ihrer Mom gut geht. Komm schon da hoch. Erkunden wir jetzt Wartungstunnel? Kann nicht schaden, oder? Besser alles überprüfen, als was übersehen. Ich finde nur, dieser Ort wirkt nicht sehr sicher. Oh. Ah, hier ist... Aha. Das ist einfach so eine Nachricht. Was hat es überhaupt mit Quill und diesem Kind auf sich, dem Cadet? Weiß nicht. Ich dachte, er wollte sie nur retten, um Corell zu beeindrucken. Ich bin Quill. Was soll das heißen? Es hat nichts aus. Ich habe einen Tracker auf meinem Schiff. Hey, wie soll ich denn da rumkommen? Eine Möglichkeit, den Strom wieder einzuschalten. Oder ein Hinweis darauf, was passiert. Achso, hier geht's weiter. Aha. Was haben wir hier? Oh, wir kriegen was. Ach ja? Und woher sollte sie wissen, wo wir sind? Es heißt, die Monsterkönigin habe überall in der Galaxie Augen. Unser Drex hat dazu eine Million vielleicht etwas dazu zu sagen, okay. Eine extra Story noch von ihm. Oh nein. Bitte nicht. Kanntest du diesen Wartungstechniker, Peter Quill? Nein. Du wirkst erleichtert. Bin ich auch. Was zum Flak macht ihr zwei da? Gehen wir endlich weiter. Wahrscheinlich gibt's sonst nichts. Ich glaube, das wäre das Wichtige hier. So, nein, wir haben ja... Nicht cool. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe ja Sachen, die wir machen könnten. Aufgeladener Schuss. Ja, ja, ja. Das ist gar nicht gut. Extra Schild. Erhöht Maximum. Der Schildpunkte um 5. Warum erzählt jetzt hier alles? Hallo? Ja, kann man machen. Noch einen Tick? Fertig! Ich will wiederherstellen Tempo. Luftgleiter, taktisches Scannen. Jetzt haben wir drückst, es wird eine. Dauert weniger Ladung, wenn du mit dem Elementarwaffen schießt. Lokalisiert Komponenten durch Tracking Feedback und so. Ah, ich wollte schon. Wo war das? Das hier. Ein glänzendes Upgrade aus bester Herstellung. Da das erledigt ist, können wir jetzt weitermachen, Wackelbein. Nach wie vor nur Notstrom. Hundebericht. Stromausfall in mehreren Bereichen des Schiffs. Was haben wir übersehen? Gehen wir es nochmal durch. Deine Freundin hat uns verhaftet. Und den Kirchenmann, den großen Einiger Raker. Dann ist sein Schiff explodiert. Vielleicht hat es damit angefangen.
Raker könnte was auf seinem Schiff gehabt haben. Ein Gas vielleicht, die Explosion könnte es freigesetzt haben. Ich habe sowas schon mal gemacht. Klar, kommt's in die Lüftung, dann verteilt sich auf dem Schiff. Müssen wir uns Sorgen machen? Da wir noch nicht irre sind, sind wir vielleicht sicher. Ich wünschte, ich würde mich auf der Wanne besser auskennen. Dann könnten wir rauskriegen, wo es angefangen hat. Weißt du, wo wir sind, Gamora? Nicht wirklich. Nova hat mir nie wirklich Freiraum gelassen. Sie hatten gute Gründe, dir nicht zu trauen. Schon wieder? Ich habe nur gesagt, dass Novas Misstrauen dir gegenüber berechtigt war. Je länger wir streiten, desto mehr könnten wir übersehen. Überaus inspirierend. Hast du das von einem Platzdeckchen? Ich sage nur, dass wir bis zum Hals drinstecken und zusammenarbeiten müssen, um wieder rauszukommen. Also wenn es da hoch geht. Puh, erstmal. Ja, war klar. Das ist doch nicht umsonst hier. Wie, ich kann sie nicht verarschen. Ich frage mich, ob die Verbindung des Schiffes zum World Mind ebenfalls unterbrochen wurde. Wenn wir eine Konsole finden, kann ich nachsehen. Oh. Kein Wunder, dass wir im Dunkeln rumstolpern mussten. Wow, ho, ho. Du bist ja ein heißes Gerät. Hör auf zu flirten, Rocket. Soll der verkehrt rum sein? Ach, nur wenn du die gesamte Energie des Schiffs durch die Decke ableiten willst. Das ergibt für mich keinen Sinn. Es muss einen Grund dafür geben. Einen fiesen. Versuch mal die Konsole. Damit können wir den Kern reinvertieren. Oder deinvertieren. Divertieren? Rocket! Die Konsole ist gesperrt, weil die Befestigungsarme eingezogen sind. Wenn wir sie aus den Seitentafeln fahren, können wir den Kern umdrehen. Hier ist irgendwas vorgefallen. Ha! Ohne Strom scheinen die Arme festzusetzen. Ich wette, wir könnten sie kurzschließen. Wie? Hier muss irgendwo eine Energiezelle sein. Wir müssen die Arme rauskriegen. Ja, ich arbeite daran. Ich könnte dich höher raufbringen, dann siehst du besser. Wie ging das denn nochmal? Ah ja, so. Da oben müssen noch mehr Maschinen sein. Gamora, hilfst du mir mal? Natürlich! Ha! Und... Hallo? Hep! Na! Hier oben ist definitiv was. Offensichtlich. Was ist denn das? Ja, hab die Energiezelle gefunden. Wir müssen sie nur starten, dann sollte der Arm ausfahren. Okay. Ja, es hat geklappt. Weißt du, diese Dinger kann man höchstens als Werkzeuge benutzen, aber nicht als Waffen. Netter Versuch. Entsperren wir den anderen. No. Geht nicht. Ja. Hey, wieso geht das manchmal nicht? Ach, okay. Okay, Gamora. Machen wir uns an den zweiten. Okay. Scheiße. Shit. Muss noch mal machen. Hilf mir mal! Ja, genau da! Bin dabei! Okay. Das war's! Komm wieder runter! Da muss auch noch irgendwas. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir... Oh, Mist! Oh, oh. Oh nein, wir kriegen... Jetzt Gesellschaft. Leute, wir kriegen Besuch. Ja, es sind mehr von diesen infizierten Freaks. Ich hatte gehofft, wir finden hier das Nova-Tor, aber doch nicht so. Jetzt wissen wir, wer den Kern investiert hat. Aber warum? Sie sind gekommen, um den Kern zu verteidigen. Das wird nicht passieren. Letzte Bestellung. War gut. Festnagel Group! Wer fängt eine Schießerei neben einem Reaktorkern an? Wenn ihr explodiert, geht unser Gegner wenigstens mit uns unter!
Ich hasse den Umgang mit Fanatikern! Anscheinend gibt's in dieser Galaxie mehr Irre als Normalos wie uns. Stirb, du Mistkerl! Du schuldest mir was, Quill. Mach deinen Frieden! Bis auf die Knappen! Langsam glaube ich, es war dumm von uns, diesen Deal einzugehen. Hundebericht! Die Einheimischen scheinen feindselig zu sein. Ich kümmere mich um alle! Lasst euch nicht ablenken! Oh, die sind fast tot, ey. Denn der fängt sich nicht gern eine Kugel in den Rücken ein! Bleib dran! Sein Wahnsinn wurde zum Schweigen gebracht! Genau, Großer! Zeig ihn, wer der Bock! Mach sie fertig, Gamora! Gleich gibt's Schnittchen! Halt ihn ein! Zerstört! Ein paar von denen haben Upgrades, was? Das spüre ich hier! Das Rumpeln hat aufgehört, als wir den Reaktor von der Decke weggedreht haben. Wir müssen nach oben und den Grund ermitteln. Für den Hundebericht. Rocket, was sagt dir die Konsole? Dass du uns die Ehre geben solltest. Okay. Oh. Überraschung! Das ganze Ding ist ein Aufzug. Wir können bis ganz nach oben fahren. Wahrscheinlich kriegen Nova-Fußsoldaten und Mechaniker die coolen Fluganzüge nicht. Typisch. Niemand respektiert heutzutage seine Ingenieure. Wer Effizienz will, muss seinen Experten gute Ausrüstung. Wow, klar. Sperrklemm! Sie setzen uns fest! Weitere Freaks im Anmarsch! Die Schlager haben den Kern wieder dereinvertiert! Dann müssten wir ihn re-de-reinvertieren! Nachdem wir einige Feinde erledigt haben! Mach Aufschnitt aus ihnen! Keiner wird kommen sehen! Vielleicht solltest du dieser Elektrozauberei und mach dich bereit, Unhold! Mach mir den Baum! Ich würde unsere Tech jederzeit diesen Nova-Schrott vorziehen! Lass das bloß nie das Wort mein hören! Ja, warum noch nicht? Leute, Gruppe bilden! Oh, jetzt hab ich falsche Taste gedrückt. Ich bin Groot. Ich weiß, als würden sie wollen, dass ich sie hochjage. Und ich muss zugeben, immer wenn sie zerplatzen, gibt's ein wirklich hübsches Muster. Wir können heute nicht verlieren, Quill. Lass sie kommen, das bringt sie in einer schlechten Lage. Ich sage, lassen wir die Flakbeutel doch rankommen. Es ist ihr Untergang, nicht unserer. Stellst du unsere Taktik in Frage, Peter Quill? Denk darüber nach. Niemand kämpft schmutziger als wir. Wenn sie zu nah rankommen, simuliert einen Sturz und macht sie den Kopf kürzer. Wer ist dabei? Was haben Sie mal diese Ansprache verstanden? Mach ihn fertig, Drax! In Ordnung! Falsch, oder? Ha! Und jetzt viel Glück mit deinen Minen! Ich bin Groot! Na, kann jemand die Minen hochgehen lassen? Hörst du das? Binde sie fest! Alles für dich, Drax! Hoffentlich haben wir im Krieg nicht an der Seite von diesen Leuten gekämpft! Betrachte das als Gnade! Nova-Core anzugreifen könnte unsere Strafe erhöhen. Das ist nicht das Nova-Core. Sie können uns nicht verantwortlich machen. Wow. Das ist die schwebenden Kapseln meiden, Peter Quill. Achtung, Minen! Definitiv nicht das Nova-Core, das ich zu finden hoffte. Endlich! Ich hab mich schon gelangweilt. Ich bin erledigt! Peter, kannst du ihn erreichen? Irgendwelche letzten Worte? Reiß sie auseinander! Thank you! Jetzt, Gamora! Ich werde es genießen! Nice! Gamora hat die Ausrüstung des Großen sabotiert! Den! Bam! Von denen waren vielleicht Kriegshelden! Betrachte das als Gnade! Ah. Schaltet sie aus, bevor wir das ganze Schiff alarmieren! Ja! Wir! Sorgt wir für Chancengleichheit! Das ist nur ein Kratzer! Es ist zu lange her, dass ich was gesprengt habe!
Okay. Nice. Lösen wir diese Klemmen, damit wir weiterkommen. Ich werde sie aus ihren Sockeln reißen. Das wird nicht funktionieren, Muskelkopf. Aber diesmal... Na, wo können wir was mal einsetzen? Ich brauche noch alle zwei, ne? Rocket hat noch gar nichts. Hey. Gut hat noch nichts. Na gut. Rocket muss warten. Mal haben wir einen Kontrollraum zum Spielen. So, lass mich auch. Anscheinend kann ich die Klemmen von hier aus entfernen. Gut, von Klemmen lassen wir uns nicht aufhalten. Gah, fiese Dastsäcke. Sie haben die Stromschaltkreise vertauscht, sodass ich sie nicht lösen kann. Was für Pisser. Ich habe diese Klemmen langsam satt. Ich muss die Schaltkreise Stück für Stück umleiten, um das Stromnetz zurückzusetzen. Hier, ich kümmere mich um die Tür. Du müsstest das Netz mit deinem Visor sehen können. Okay, Visor ist an. Und jetzt? Du müsstest hier an den Wänden Stromnetze sehen. Finde die aktivierten Knoten. Suche nach leuchtenden Stromknoten. Genau. Wenn du sie hast, elektrifizierst du den Verbindungsschalter in die Richtung, in die der Strom fließen soll. Mit Elektrizität draufschießen? Ja. Wir suchen große, leuchtende Linien, die zu den Klemmen in der Mitte führen. Was haben wir denn hier? Besteht eine Chance, dass Quill wieder mit Lady Law zusammenkommt? Sie ist keine Lady. Und sie würde ihre Ansprüche nie so weit runterschrauben. Das ist sachlich falsch. Groot, ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, ja, gut. Heb mich auf dieser Plattform mit deinen Wurzeln nach oben. Wie ein Groot-Wurzelschub-Ding. Er will den Groot-Wurzelschub unbedingt ausprobieren. Krass. Cooler Trick. Groot ist gern hilfreich. Er ist immer hilfreich. Hat das irgendwas bewirkt? Noch nicht. Du musst ein paar davon umleiten. Oh, shit. Es würde alles viel schneller gehen, wenn wir alles scannen könnten. Ja, wenn du ein paar unbezahlbare Hexgitter-Zornadium-Kristalle rumliegen hast, baue ich dir gern sowas. Nein, wir haben keine. Wir hatten genau eine. Was kann eigentlich hier deine Brille? Das ist streng geheim. Kann das auch gut so machen? Ah, nee, geht gar nicht. Hey. Vielleicht weiß die Nova-Killerin, wie man diese Maschinen umleitet. Okay. Sie hat Erfahrung. Sieht aus, als wäre die Wand hier schwach. Drax, ich brauche hier ein Loch, um das Netz zu erreichen. Dann sollst du eines bekommen. Hat jemand eine Vermutung, was sie mit der vielen Energie machen? Vielleicht laden sie ihre persönlichen Geräte auf. Ihre was? Ihre Tablets und ähnliche Kommunikationsapparate. Und du glaubst, dafür brauchen sie Energie aus dem Kern des Stifts? Ich sehe es jetzt. Du hast die Hälfte umgeleitet. Arbeite jetzt an dem anderen Raum. Okay, langsam habe ich den Dreh raus. Vielleicht mache ich dir schon bald den Job streitig. Du willst tauschen? Ich setze mich gerne in den Stuhl des Captains. Du setzt dich regelmäßig in den Stuhl des Captains. Das habe ich jetzt nicht gehört. Was macht denn die Harlas Hope eigentlich? Außer allen auf den Schwanz zu gehen. Sie dient der Friedenssicherung. Unter Anwendung extremer Gewalt. Das ist die Idee. Wenn sie in einem Konflikt vermittelt, sorgt sie für Abschreckung. Klingt langweilig. Corell wird dir wahrscheinlich zustimmen. Ah ja. Oh Mann, Groot wird zufrieden sein. Grooty. Groot, ich brauche deine Hilfe, Kumpel. Wurzelschuh, bitte. Das ist gut. Hey, ich hab da höher gemacht. Eine versperrte Tür. Kannst du sie öffnen? Nein. Kannst du Strom hinleiten? Nicht von hier. Ich suche nach einem anderen Weg. Man sollte ja nicht durch die Dimension reisen, ohne auf der anderen Seite Dekompression und Quarantäne zu durchlaufen. Müssen wir uns Sorgen machen? Achtet einfach auf Warnsignale. Geistiger Abbau, Paranoia, aggressives Verhalten. Ich finde, das ist schon jetzt eine ziemlich präzise Beschreibung unseres Teams. Woran erkennt man es noch? Okay. Hallo. Ach man, ich krieg zu viel. Bring das rauf, Groot.
Nee, ich muss runter. Muss mal runterlassen. Das ist doch nervig, Alter. Nur wegen so einem scheiß Bug. Heb das Ding hoch, häng ich da fest. Etwa da. Okay. So. Können wir mal hier rein gucken. Das Spiel zittert auch ein bisschen immer. Immer wieder. Okay. Ich wette, ich kann den Strom umleiten, um hier wieder rauszukommen. Guter Plan. Ah, hier ist sowas. Ja, verdammt. Wer ist klüger als das Nova Corps? Habe ich jetzt alles? Ich frag mich, wieso Cosmo nicht einige seiner Schläger genommen und die Sache selbst erledigt hat. Ganz einfach. Er brauchte Profis. Klar, der Köter, der nicht meine Pfote heben muss, um Hellbent das unbesiegbare Soldaten auszuschalten, braucht uns. Sehr wahrscheinlich. Was. Gut, wir sind uns also einig. Scheiß. Bleib alle wachsam. Will hat ein Talent dafür, die falschen Knöpfe zu drücken oder die falschen Kabel zu verbinden. Hier ist irgendwas Krasses drin. Der kleine Haarige will andeuten, dass du fest bist. Witzig, dass der kleine Haarige immer da ist und mich anleitet. Peter Quill will andeuten, dass du, Wiesel, die Ursache unserer Probleme sein können. Das muss ein Stromknoten sein. Ich muss ihn nur umleiten. Hi. Mist. Warum ist das mal das aktiviert? Was hat das geöffnet? Oh, was hat das denn geöffnet? Wir gucken mal. Irgendwie ein neuer Anzug, ne? Ein Blut im Nova Corps? Ah. Klar. Es wäre möglich gewesen. Vier Rocket. Sag ich mal. Ja, lass mal nur das mal. Sie wollen Nachwuchs aus allen Welten mit gutem Leumund. So schade. Blut ist der Letzte. Mir sind die viel zu selten, ne? Und er ist zu klug, um bei diesen Mistlöchern zu unterschreiben. Oh, hallo! Würde sonst noch jemand gern weitergehen? Ja, das steht außer Frage. Oh, wir haben's, oder? Was ist hier? Die Tür ist offen und der Strom fließt durch. Das reicht fast für ein Ingenieursgehilfe. Danke. Haben wir jetzt alles? Oder haben wir noch nicht? Wo sieht man denn das nochmal? Ja, hier fehlt noch was. Groot hat recht. Vielleicht sollten wir Cosmo anrufen, ihm sagen, dass wir es versucht haben und sofort von hier abhauen. Dass der Mist abgeriegelt war, ist nicht unsere Schuld. Diese Mission darf nicht scheitern. Das klingt zwar toll, aber wir scheitern bei unseren Missionen eigentlich immer. Diesmal nicht. Unsere Arbeit hier ist wichtig. Fuck. Was ist das denn machen? Ich komme ja aber nicht mehr raus, ne? Anscheinend hast du es geschafft, Statue. Geh jetzt in den Kontrollraum und drück auf die Klemmenfreigabe. Ich reinvertiere gleichzeitig den Kern und setze uns wieder in Bewegung. Na, warte mal. Wenn ich das hier umleite. Ist aber trotzdem, ne? Ja. Ich geh, geh, geh. Wo? Hier? Nee. Muss ich hier rein? Die Klemmen sind entklemmt. Cool. Komm jetzt wieder rein, sonst lassen wir dich zurück. Das möchte ich sehen, wie weit ihr ohne euren Knopfdrücker kommt. Da wir jetzt wissen, dass die infizierten Novas hier sind, steht wohl fest, dass da oben was echt Übles abgeht. Das war aber eine Aktie. Sie waren wütend, als wir die Energiequelle entfernt haben. Sie ist wohl wichtig für ihr Vorhaben. Ich will's unbedingt kaputt machen.
was es auch ist. Und dann holen wir uns von Cosmo unsere Belohnung. Okay, das ist unser Stockwerk. Hier durch. Die Türen sind versiegelt. Such deinen anderen Ausgang. Drax, zerstör Drax. Das Kontrollfeld, wo die Kabel zusammenlaufen. Tritt beiseite. Nice. Nice, Drax, nice. Besuchen Sie Kalifornien, das Land der Sonne, da macht das Leben doch Spaß. Was ist das? Nichts. Nein, das. Sie müssen den Kern wieder umgedreht haben, da fällt irgendwas hoch. Yay. Okay. Toll, und jetzt stecken wir in der Belüftung fest. Gut gemacht, Quill. Mann, ich, geh weiter, ich weiß, ja. Du bist angefressen und es tut mir leid. Entschuldigung angenommen. Wirklich? Einfach so? Falls du es nicht bemerkt hast, es gibt im Moment...